Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dishonored, ne? So, das letzte Mal haben wir herausgefunden, was unsere drei Verbündeten, unsere drei Freunde alles gemacht haben, wie sie quasi unsere wirklichen Freunde getötet haben, die ganzen Bediensteten und was weiß ich. Und wir haben herausgefunden, dass Samuel irgendwo auf dem Boot hier rumtuckert und uns sucht. Wir haben hier ein Signal, was wir betätigen können, damit er zu uns kommt und uns abholt. Genau, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Entweder entweder wir verbrutzeln die alle. Das ist dann eine Erfindung von unseren beiden Erfindern, also von den Erfindern und den Biologen, oder wie der, also ja, das ist eigentlich ein Biologe, so ein, ja, eigentlich auch ein Erfinder. So, dafür müssen wir aber in das alte Zimmer und den Plan nochmal holen, damit der angeht. Die andere Version wäre, dass wir alle selbst umbringen. Aber das werde ich natürlich nicht tun, weil sonst erstens wird es, glaube ich, schwerer und zweitens mal schauen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen von beiden machen. So, auf jeden Fall wir können auch wir müssen auch herausfinden, wo die Arschgeigen unsere Emily hin versteckt haben. Genau. Das geht ziemlich weit runter. Das ist die Frage jetzt, wohin ich gehe. Warte. Halt da. Genau, da sind wir nämlich letztes Mal reingegangen. Achso, die versuchen da rein zu gehen. Und da sind sehr viele Feinde. Wir können aber den einen schlafen legen. Oh, wir können auch da hingehen. Zum Glück schauen die nicht hoch. Okay. Der kommt jetzt gleich hier. So. Der. Okay. Wie sieht's aus? Oh, fuck, das ist... versuchen immer noch ins Labor einzudringen. Ist verbarrikadiert. Wir vermuten, Vero Joplin ist recht. Der verrückte Naturphilosoph. Beweise deuten darauf hin, dass Anton Sokolov hier gegen seinen Willen festgehalten... Scheiße, da sind vier drin. Okay, aber ich muss da rein. Das heißt... ich werde warten, bis der eine hier rauskommt. Den werde ich dann einschläfern. Warte, ich speichere mal kurz. Nicht, dass er hier wieder von unten anfangen muss. Das würde nerven. So. Ja, das hätte man definitiv besser machen können. Naja. Okay, dann. Ja, gut. Weiter geht's. Ja, den tue ich jetzt mal hier in die Ecke. Ein Brief von Emily. Gorvo, erinnerst du dich daran, dass ich dir von einem Messer... dass ich für dich gemalt habe. Das ist es.
sind alle irgendwie komisch. Er hat etwas über sie erzählt und sie, die sie benutzen soll, um ihn zu zeigen. Okay, also Leuchtturm auf King's Sparrow. Interessant. Süß. Fand ich so groß. Voll gut. Der hat 100 Münzen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den irgendwie ja besser bekomme, aber war wohl nicht so. Okay, jetzt gehe ich mal runter und schau mal, ob ich in das Zimmer reinkomme. Da sind natürlich auch wieder viele. Oh, wo bin ich denn hier? So. Oh, ein Zugmord. Das ist hoffentlich kein Scherz. Der Hals da ist. Kommt der hoch? Ich auch jetzt mal nach oben. Dass die das einmal entdecken ist lang genug. Was? Lang genug? Nee, ist genug. Ich brauche nicht auch noch das, das noch mehr, das entdecken. Gut, so, jetzt als nächstes gehen wir in das Zimmer rein. Die sind alle außerhalb. Okay, was ist das? Ah, hier, ne? Sehr gut. Havelock. Warte mal, warte mal. Was ist jetzt? Wer ist? Hä? Was soll ich mit den
mit dem machen? Warte. Finde Evlock oder einen Hinweis auf seine Pläne. Ja, aber die Pläne habe ich ja gefunden. Oder soll ich nochmal zum Evlock gehen? Nee, habe ich gemacht. Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu, Corvo? Ja, alle in den Schlaf. Wie Sie wünschen, Corvo. Wir werden über alle Berge sein, bevor Sie wieder zu sich kommen. Sehr gut. Alles ist fertig, Corvo. Nur der Walöltank zur Energieversorgung fehlt noch. Möchten Sie sich die Ehre geben? Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. Gut. Okay. Interessant. Gut. So, jetzt halt aber. Großartig. Seine Funktion übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Wirklich unbeschreiblich.
Ein Gerät wie dieses wird Dunwalls Sicherheit ein Jahrhundert lang garantieren. Finde oder genau benutze. Genau. Dann können wir ja jetzt getrost hier rumspazieren, ne? Dann können wir mal den finden. Geister unserer Zeit. Auch Verräter, die mit Kommandrang haben in unserer Geister. Ja, bla bla bla. Aber ja, Schnauze. Solange. Bei mir, bei okay, ja, das wissen wir ja schon. Okay. Gut, dann rufen wir mal unseren Kumpel Sam herbei. Hui. Gut. Willst du noch was sagen? Jetzt, wo sie die Stadtwache ausgeschaltet haben, kann ich fliehen. Aber ich kann Emily nicht so helfen, wie sie es vermögen. Ich habe vorhin Samuel auf dem Fluss gesehen. Er kann sie sicher an ihr Ziel bringen. Die wohl letzte Fahrt. Eine Aufgabe. Für Emily sorgen. Ich habe mein Bestes gegeben. Suchen Sie Emily. Mir geht es gut. Ich kann nicht glauben, was Sie getan haben. Aber wenn Sie bereit sind, über Leichen zu gehen, dann sind Sie zu allem bereit. Ja. Havelock ist ein machtgieriger Unhold. Emily in seinen Händen, das kann ich nicht ertragen. Er darf sie nicht benutzen. Wird er nicht. Ah, da ist unser Kumpel. Da ist unser Kumpel. Dann goodbye. Der Admiral hat wohl einen Sinneswandel. Vielleicht war auch Martin nicht unschuldig. Pendleton ist nur ein Mitläufer. Feigling. Hm. Ich schau mal kurz, ob die noch was sagen wollen. Nun, Corvo, ich hoffe, dass wir wieder Kollegen sind. Sie waren verurteilt, ich wurde entführt. Da machen wir uns nichts draus, oder? Was den guten Admiral betrifft, Männer wie Havelock beginnen mit guten Vorsätzen. Das gilt auch für Martin und vielleicht auch für Pendleton. Doch ich vermute, er war einfach nur faul. Doch niemand ist gegen den verführerischen Lockruf allumfassender Macht und ihren Einfluss gefeit. Wer Leute für sein Eigeninteresse zum Töten aussendet, für den sind alle anderen Dinge nur Details. Ich widme mich wieder meiner Arbeit, sie sich der ihren. Attentaten. Ich hoffe, es geht gut. Willst du noch was sagen? Ist beschäftigt. Wir besprachen einst ein System von Notsignalen, die von Emily's Turm aus die andere Flussseite erreichen sollten. Ob er sich noch daran erinnert? Leben Sie wohl, Corvo. Ich entschuldige mich dafür, was Ihnen angetan wurde. Alle Trümpfe in der Hand zu haben und nur einen Schritt vom Thron entfernt zu sein, hat die anderen korrumpiert. Das ist etwas, das ich nicht verstehen kann. Sie sollten Havelock nicht unterschätzen, Corvo. Er wird auf Sie warten. Nein, wird er nicht? Wieso wird er auf mich warten? Der denkt, dass ich tot bin. Wird nicht denken. Hui. Hallo, Sam. Dachte mir, dass Sie hier sind. Wer gegen Sie wettet, kann nicht gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass Sie zurückkehren würden, Corvo. Wir müssen hier verschwinden.
Der Admiral kontrolliert jetzt das Militär. Martin ist der Oberaufseher und Pendleton der Günstling der Edelleute und des Parlaments. Sie brauchen Emily. Aber sollte Havelock sehen, dass um ihn herum alles zusammenbricht, wer weiß, wozu er dann fähig ist. Ja. Okay, ich komme wieder, wenn ich soweit bin. Nein. Gut. Zuerst die Emily. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lordregenten. Soll wirklich sehenswert sein. Okay, dann bin ich mal gespannt. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Leichen und oder Performer entdeckt frei. Fuck. Jemanden getötet. Wenigstens. So. Runen gefunden, 1 von 1. Und das andere habe ich nicht gesucht. Gab's auch nicht. Benutze Emilys Bild gefunden. Ja, das war süß. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.